TikTok macht Spaß. So, TikTok ist alles für mich eigentlich. TikTok macht berühmt. Ich glaube, man kann sehr gut davon leben. Also, wir reden von einem höheren Chefarztlohn. Aber TikTok macht auch süchtig. Es ist halt einfach ein Teufelskreis, finde ich. Wenn man eine Stimme ist, dann kommt man so schlecht raus. Und damit macht TikTok Geld. Je mehr die App genutzt wird, desto mehr Geld verdienen wir. Werden wir manipuliert? Vielleicht sogar von China? Aus Marketing-Sicht sehe ich, was wir mit diesen Daten machen können. Und ich finde, ich kann zu viel machen. Schweizer Unternehmen strömen auf die Videoplattform. Ich bin ein Mikrokind. Sie sprechen Teenager an und wollen sie beeinflussen. Auch als Mutter beispielsweise bin ich gegenüber dieser Plattform schon kritisch. Folge jetzt auf dem Kanal. TikTok ist im Höhenflug. Doch die App zeigt tiefe Abgründe. Ja, genau so macht man TikTok. Ich will etwas riskieren für gute Videos. In dieser kleinen Küche in Bern bereitet Oluyomi Scherer gerade seinen Dreh vor. Er ist ein TikTok-Star. 16 Millionen Menschen folgen ihm. Oh no! Shit. Okay. Sein Spitzname This Pronto und Tr Pronto. Durch Kochvideos wurde er berühmt. Ich habe mir das mit den einfachsten Mitteln beigebracht, so, weil ich auch nicht anders können und es funktioniert. Und dann, ja, perfekt. Jeder kann TikTok-Videos machen und jeder kann erfolgreich TikTok-Videos machen. Das Schwierige ist, das Konzept zu finden. Du musst etwas finden, wo du eigentlich wie immer wieder, blöd gesagt, das gleiche Video kannst machen oder etwas Ähnliches im gleichen Style. Und es kommt immer wieder gut an. 3,5 Millionen Mal wurde dieser Clip angeschaut. TikTok ist wie eine Lotterie. Videos können in kürzester Zeit Millionen von Menschen erreichen. Denn sie werden nicht nur den eigenen Freunden, sondern allen TikTok-Usern gezeigt. So konnte auch Pronto in kürzester Zeit berühmt werden und hat mit seinen einfachen Rezepten einen neuen Trend gesetzt. Ich war eine der ersten Personen weltweit, die Food-Videos auf TikTok hochgeladen. Heute kocht Pronto für sein Publikum Chicken Nuggets. Der Berner ist 24 Jahre alt und gelernter Koch. Noch vor 3 Jahren arbeitete er in der Fischverarbeitung im Tropenhaus Frutigen und experimentierte nebenbei auf TikTok. Pronto schien einen Nerv zu treffen, denn seine Videos wurden millionenfach gesehen. Bin ich einmal heimgegangen zu meinen Eltern und gesagt, Mama, ich mache mich jetzt selbstständig, ist gut. So, es geht nicht mehr. Und meine Eltern sind auch von Anfang an hinter mir gestanden und gesagt, ja, mach und so. Und ich weiss noch, es ist wirklich so, es hat Mut gebraucht. Es war nicht so ein einfacher Schritt gewesen, weil man denkt so, ah, okay. Und dann war es schlussendlich auch die richtige Entscheidung gewesen, eigentlich. Was er jetzt verdient, will er nur andeuten. Ich verdiene deutlich mehr, als ich als Koch verdient hätte, so, das kann ich so sagen. Von TikTok gibt es kein Geld. Aber Marken nutzen ihn und seine Reichweite als Werbeträger. So wie dieses Modelabel im Hintergrund auf dem Bildschirm. Noch häufiger sind Produktplatzierungen. Man tut es wie in ein Video einbinden. Heute gibt es so einen richtigen Schweizer Drink. Als erstes nimmt und das ist nicht so wie eine Fernsehwerbung, wo du siehst, ja, es ist offensichtlich Werbung, sondern es schaut so eigentlich im gleichen Stil, wie man es schon machen würde. Also es ist sehr so, man schaut die Werbung gerne an eigentlich. An einem Tag erstellt Pronto bis zu 4 Videos. Davon lädt er täglich 1 bis 2 Clips auf TikTok hoch. Heute machen wir gesunde Chicken Nuggets. Dafür könnt ihr eine Chickenbrust in Streifen schneiden, danach 2 Eier in einer Schüssel mit Salz und Pfeffer gut verrühren. Wenn ihr das gut verrührt habt, könnt ihr eure Chicken Nuggets in das Ei geben, gut darin wenden. In eine Tüte könnt ihr nun Cornflakes geben, das Ganze könnt ihr mit der Hand zerkleinern und eure Chickenstücke da reingeben. Nun könnt ihr eure Chicken Nuggets auf ein Backblech geben, das Ganze für 20 Minuten backen und schon habt ihr lecker gesunde Chicken Nuggets. Super. Merci. Bitte, schöne. Merci. Ciao, ciao. Oluyomi Scherer ist heute ein TikTok-Star und berühmt von Bern bis Brasilien. Also in der Schweiz und in Deutschland ist es extrem so.
Ich kann eigentlich nie mehr her, ohne dass ich erkannt werde im Ausgang. Wenn ich irgendwo in den Ausgang gehe oder so, werde ich erkannt. Wenn ich mit einem Kollegen irgendwo in die Stadt gehe, werde ich erkannt. Das hat sich so verändert. So. An die Aare geht er gerne fischen, wenn er eine digitale Auszeit braucht. Das Fischen, man kann es fast mit einem viralen TikTok-Video vergleichen. Im Fischen probiert man, Fisch zu fangen. Und dafür muss man zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, den richtigen Köder haben. Und das ist genau so eine ähnliche Herausforderung wie mit einem Video. Man muss auch das richtige Video filmen und muss den richtigen Punkt treffen, damit es ein erfolgreiches Video wird. Jetzt will er den nächsten großen Wurf machen: einen Online-Shop eröffnen. Mit seinem Namen als Marke will er ausländische Snacks verkaufen. Wir gehen jetzt gerade ins Lager von unserem Candy Shop, der demnächst eröffnet wird. Sweet Pronto wird er heißen. Da haben wir schon mal so die ersten Produkte ausgestellt, die wir dann verkaufen werden. Eigentlich. Das sind alles Produkte, die man eigentlich in der Schweiz kaum kaufen kann. Das sind alles Produkte, die die Leute auf TikTok gesehen haben, die viral sind gegangen. Und das ist eigentlich auch so der Grund, warum das momentan so extrem auch bei den jungen Leuten mega im Hype ist. Ich kann nicht eine Sekunde länger leben, ohne es zu probieren. Oh, man! Oh! Wie scharf ist das? Scharfe Gurke. Schokopopcorn. Oder salzig-blaue Chips. Wer bei Pronto bestellt, bekommt mit Glück ein von ihm persönlich gepacktes Paket. Und auch daraus entsteht wieder ein TikTok-Video. Schwarze Hemden dürfen natürlich nicht fehlen. Ähnlich wie früher beim Teleshopping. Nur jetzt auf einer Video-App. Für mich ist TikTok mein Beruf eigentlich. Also TikTok bedeutet mir sehr viel. So stecke ich jeden Tag sehr viel Energie und Kraft rein. So TikTok ist alles für mich eigentlich. Ja. In der Schweiz hat sich TikTok etabliert. Der Hype um die Videoplattform begann mit Tanz- und Lippensynchron-Videos. Aber heute gibt es eigentlich alles. Von Make-up-Tipps zu News, von Politik zu Comedy. Mit lustigen Filtern. Oder mit Schönheitsfiltern, die das reale Abbild aufhübschen. Es gibt private Livestreams. Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum Stream. Wie sind meine Haare? Boah, Dinge, die Perspektive, what the fuck? Oder es können mehrere User zeitgleich online sein. Beim Durchscrollen lernt TikTok, was die Person vor dem Smartphone mag. Bleibt sie bei einem Video hängen oder kommentiert sie es? Auch ihre Bewegungsdaten, wo sie sich gerade befindet, spielen eine wichtige Rolle. Dadurch lernt TikToks Algorithmus jede Sekunde dazu und zeigt weitere Videos in der Art, die gefallen könnten. Auf das Ziel hin optimiert, die Person möglichst lange in der App zu halten. Heute nutzen rund 2,2 Millionen User TikTok in der Schweiz. Unter Teenagern hat die Plattform hier einen steilen Anstieg gemacht. Snapchat und Instagram bleiben zwar hoch im Kurs, haben aber ihren Zenit erreicht. Und Facebook ist bei Jugendlichen out. Basel am Montagabend. 14- bis 24-Jährige nehmen hier an einem Schauspielkurs am Jungen Theater Basel teil. Ah, stopp, ihr seid viel zu langsam. Viel schneller, es ist ein Bürogang, es ist wirklich so, tack, mehr Speed, kommt. Für einige von ihnen ist oder war TikTok ein Bestandteil ihres digitalen Lebens. Ja, es zieht einen schon ein bisschen in den Bann, man kann wirklich stundenlang drauf verbringen. Ich veröffentliche auch selber Videos, so ein bisschen Outfit-Inspirations. Ich probiere auch so meine eigene Musik dort ein bisschen zu stylen. Es ist auch ein guter Ort, so ein bisschen Community aufzubauen. Ich habe gemerkt, dass ich mich beeinflussen kann. Also, ich habe dann zum Beispiel Sachen erwähnt, die Influencer irgendwie gezeigt haben. Und mir ist das eigentlich wirklich erst im Nachhinein klar geworden, weil ich dann gecheckt habe, hey, jetzt bin ich 6 Stunden nur mehr auf TikTok gesehen. Und dann habe ich einfach gewusst, das ist es gewesen. Ich muss es wieder löschen. Stopp kurz!
ich gebe euch noch was dazu. Also wenn man sich jetzt hier gerade interessiert und alles ist gut, dann macht es tschack und dann drüben ist das Nächste. Also versucht immer raus, also nicht, oh, erledigt, fertig und dann gehe ich mal wieder, sondern es fetzt euch zu was Neuem. Es ist nicht so gemütlich. Also wenn einem ständig was ins Hirn feuert, das ist anstrengend. Wie TikTok, nur im Theater. Hier schalten sie 2 Stunden lang ab und sind im echten Leben. Für sie bietet TikTok aber auch Vorteile. Ich singe und ich habe auch angefangen, ein bisschen meine Singvideos zu posten. Ich finde es mega positiv für so junge oder neue KünstlerInnen, wo halt eben mit, also du kannst mega schnell einfach über Nacht bekannt werden oder in etwas gut viral. Ich habe etwa 12'000 Follower tatsächlich. weil ich mal ein, zwei Videos hatte, die so eigentlich recht gut gelaufen sind. I hate that you hate my name. Ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn man mal bei uninteressiert anfängt, oder? Mhm. Null. Cool. So. Also, und das volle Programm, Sprache, Blicke, alles mit benutzen. In Pontresina dreht Marina Fischer ein Werbevideo. Auftraggeber Graubünden Tourismus. Sie und ihr Freund Jan Kaufmann bekommen eine Einführung von Chan Luk, dem Bergführer. Er macht sie parat für eine Nacht im Zelt, das am Felsen hängt. Portaledge. Und mit spannenden Fragen startet sie die Werbetrommel auf TikTok. Wie geht man mit Portaledge aufs WC? Das ist die erste Frage, die ich unseren Bergführer gefragt habe. Wenn du in einer Wand drin bist, ist es effektiv so, dass du einfach einen Behälter mitnimmst und in dem Zelt drin, in den Behälter drin machst. Okay. Aber im besten Fall nicht mehr so aufs WC. Das ist das Optimale. Gut. Cool. Kein klassisches Werbevideo. Es soll TikTok-Werbung sein. Wie viele Meter geht es denn runter, wenn wir beim Zelt raus schauen? 50 Meter, 100 Meter. Ah, wirklich? Ja, so etwas. Schon ein kleiner Unterschied, 50 oder 100. Ja, dann nehmen wir 50. Das Smartphone immer gezückt, kein Hochglanzvideo. Werbung auf TikTok funktioniert nach neuen Standards. Dafür geht die Aargauerin an ihre persönlichen Grenzen. Ich bewundere dich, wie du so viel Gepäck da hoch kannst schleppen. Ja, du, auch an das gewöhnt man sich. Es ist nicht nur anstrengend für sie. Marina hat Höhenangst. Unglaublich fest aufgeregt bin ich. Muss aber wirklich nicht. Ich frage mich wirklich immer, wieso machen wir so Sachen? Aber wenn man es eben gemacht hat, dann fühlt es sich so unglaublich gut an. Gell? Ja, das stimmt. So cool. Also das ist auch, glaube ich, etwas, wo man dann mit 90 im Altersheim, im Schaukelstuhl seinen Kollegen erzählen kann. Ja, mega cool. Also ich freue mich riesig. Heute Nacht hängen sie an diesem Felsen. Auf Social Media zieht immer das, was mega extrem ist und was man vielleicht nicht so oft sieht. Und es gibt natürlich, hoffen wir mal, gute Klickzahlen auch. Willst du voraus? Willst du voraus? Gang du voraus. Gar nicht so leicht, wenn eine Hand immer besetzt ist. Marina hat sich vor 3 Jahren selbstständig gemacht. Als TikTok-Expertin und Produzentin. Mit 2 Rucksäcken ist es auch noch ziemlich tricky. Sie erzählt im Video ihre persönliche Geschichte von einer Nacht am Abgrund. Denn so ist Werbung viel unterhaltsamer. Der Abgrund ist jetzt hier 5 Meter entfernt von mir und ich habe noch nicht runtergeschaut. Ich bin froh, dass ich noch nicht runtergeschaut habe, weil ich glaube, sobald ich einen Blick in die Schlucht runterwerfe, muss ich mir das Ganze noch mal überlegen. Der will da noch nicht so. Es ist Marketing, es geht um Klicks, es geht um die Watchtime, es geht um so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Also meine Einschätzung ist, dass wenn man wirklich schön startet mit einem Opener-Bild von dem Zelt, wie man dort drin hockt und in die Tiefe geht, dass man da schon gut Klicks macht. Ich sage jetzt mal zwischen 25 und 35'000. Hey, nein, schau, jetzt geht er runter.
kannst voll draufstehen, die Schuhe heben. Ja. Super. Gut. Ist gut. Ja, perfekt machst du das. Dann kannst du den linken noch ein Stück runter. Schau, meine Hand hier runter. Noch ein bisschen, 10 cm runter. Oh, fuck. Das haben wir gerade. Oh Gott. Das schaffst du. Nein, warte. Musst du rauf noch ein bisschen. Gut. Und hinter die Lena. Sehr gut. Gut gemacht. Ich komme da nie wieder raus. Oh mein Gott. Und das haben wir noch nie gemacht. Und trotzdem haben wir 6 Meter in die Tiefe klettern, um eben an unseren Schlafplatz anzukommen in diesem Portaletsch. Und das Allerschlimmste an dem Ganzen war, vom letzten Tritt bis ins Zelt musst du noch kumpen. Was man nicht alles fürs Internet macht. Kannst du mal da oben schauen? Ja, Was ist los? Es bewegt sich. Werbung für eine Alpenregion. Kannst du da oben schauen? Marina soll bei der jungen Zielgruppe punkten. Ja, genau so macht man TikTok. Ein bisschen etwas riskieren. Für gute Videos. Wie wird man Minenspieker in der Schweizer Armee? Ja, ganz einfach. Gehst du an die Aushebung und sagst, ich will die geilste Funktion, die es gibt. Achtung, Fall! Für mich knallheißer Content. Folge uns auf dem Kanal. Die Schweizer Armee ist auch auf TikTok. Doch bis es soweit war, brauchte es einiges an Hirnschmalz. Im September 2023 lädt Chefin Anna Musa zum Brainstorming ein. Ich bin dafür zuständig oder ich trage die Verantwortung, dass wir das auf TikTok schaffen. Auf Ende Oktober. Also wenn es nicht klappt, dann bin ich die den Anschiss bekommt. Und meine Aufgabe ist es, Julia und ihr Team zu befähigen, dass sie das können, dass sie das schaffen. Ich bin da zuversichtlich. Julia Graf und Loris Dain sollen die Videos erstellen und für Imagepflege auf der Videoplattform sorgen. Wir merken, dass wir die Zielgruppe, die Jüngste, nicht erreichen. Also auf Instagram erreichen wir Menschen ab 17, 18. Und die Menschen darunter, oder die jünger sind, die erreichen wir nicht. Und häufig haben sie nicht mehr Kontakt mit der Armee. Es sind weniger Leute im Dienst. Es erleben weniger einen älteren Teil, der heimkommt in der Uniform. Und die haben, bis sie die Aufforderung für den Orientierungstag bekommen, haben sie keinen Kontakt mit der Armee. Und ihr Bild von der Armee ist prägt von Sachen, die sie sonst hören. Und dem möchten wir entgegenwirken. Wir möchten die Bilder selber gestalten, die die jungen Menschen im Kopf haben. Und für das ist der TikTok-Kanal ideal. Und für uns jetzt die einzige Variante, die wir herausgefunden haben, wie wir an die Leute herankommen. Aus verschiedenen Abteilungen haben sie zum Brainstorming eingeladen. Sie agieren zwar im kleinen Dreierteam, aber für eine große staatliche Organisation der Schweiz. Wir sind hier eine Institution, die eine Message übermitteln muss. Und das muss gut ankommen. Und das finde ich sehr interessant, die Spannung. Wie kann man etwas sehr Seriöses auf eine lustige Art in 12 Sekunden anstatchen und das den Zuschauer das behalten? Das ist ein sehr cooles Challenge. Für mich ist ganz wichtig, dass es authentisch ist. Sobald ich merke, dass ein Video gestellt ist, bin ich nicht mehr daran interessiert. Hier Alltagstipp in der Schlange, in der Kantine. Ich bin Veganer, was kann ich tun? Was kann ich essen? So ganz konkret. Doch Vorsicht! Nicht, dass der Startschuss bei TikTok nach hinten losgeht. Man kennt Beispiele, zum Beispiel im Ausland, wo es gibt verschiedene Armeen, die haben Leute im Einsatz, die haben sich gefilmt, Live-Videos gemacht. Das hat Operationen kompromittiert, zum Beispiel. Weil diese Informationen waren dann voraus von der anderen Seite bekannt und das hat eine Operation kaputt gemacht. Die Themen, die problematisch sind, die würde ich einfach gar nicht anfassen. Weil ich habe wirklich das Gefühl, nur schon, was jetzt hier auf dem Tisch liegt, das ist wirklich genug. Danke euch für die Zeit und die Inputs. Und ihr hört spätestens am 30. Oktober. Hört ihr von uns. Denn dann soll der Armeekanal starten. Das Militär bewegt sich auf unbekanntem Terrain. Gerade was Datensicherheit angeht, soll TikTok kritisch sein. Unsere Handys, die wir damit filmen, nehmen wir auch die Location, GPS-Daten und alles. Die wir abschalten, sind meistens im Flugmodus, die haben gar keine SIM-Karte drin. Also von unserer Seite sind wir eigentlich recht safe.
Es ist so, TikTok ist kontrovers. Wir haben uns das auch sehr gut überlegt, ob wir das sollen oder nicht. Das Risiko ist uns bewusst, wo wir uns selber, aber auch alle anderen mit dem konfrontieren. Und ja, wir haben uns für das entschieden. Und im Moment haben wir das Gefühl, ist die Plattform noch erfolgsbringend oder vielversprechend für uns. Und darum möchten wir sie jetzt nutzen. Ja. Nutzen versus Risiko. Denn die App gehört zum chinesischen Tech-Unternehmen ByteDance. 2016 wurde sie unter dem Namen Douyin in China veröffentlicht. Das internationale Pendant wurde als TikTok 2017 eingeführt. Seitdem haben TikTok und Douyin weltweit mehr als 1,6 Milliarden aktive User. TikTok wird kritisiert, weil persönliche Daten der chinesischen Regierung zugänglich gemacht werden könnten. Damit könnte China die User manipulieren. Die USA stehen kurz vor einem TikTok-Verbot oder Zwangsverkauf. Könnten Sie TikTok nutzen, um Millionen User-Daten zu kontrollieren? Ja. 2022 musste ByteDance einräumen, dass ihre Angestellten mehrere Journalistinnen und Journalisten ausspioniert hatten. Zudem erklärte ein ehemaliger Mitarbeiter, dass Videos gezielt gepusht würden, bekämen also künstlich besonders viele Aufrufe. Sogenanntes Heating, Anheizen sei möglich und intransparent. TikTok musste im März 2023 vor dem US-Kongress Stellung beziehen. Wir werden die Daten vor ausländischen Eingriffen sichern. TikTok soll ein Ort bleiben für freie Meinungsäußerung und nicht manipuliert werden, egal von welchem Staat. In einigen Ländern wie Indien oder Pakistan ist TikTok bereits verboten. Und in den USA, Kanada oder der EU darf die App nicht auf Smartphones von Regierungsmitarbeitenden geladen werden. In Zug sitzt das Nationale Testinstitut für Cybersicherheit, NTC. Tobias Castagna und sein Team haben die App untersucht auf Anzeichen von Überwachung oder Manipulation. Die Ergebnisse mahnen zur Vorsicht. Die Behörden verzichten jedoch auf ein Verbot. Sie hat auf gewisse Daten Zugriff. Sie hat zum Beispiel recht viele Berechtigungen, Kamera, Mikrofon, Geolokation und so weiter. Das heisst, rein technisch wäre das möglich, dass die App einem ausspionieren kann. Wir haben einfach in dem Zeitpunkt, wo wir das angeschaut haben, keine Anzeichen gefunden, dass das systematisch gemacht würde. Dennoch empfiehlt das NTC allen Personen, die mit sensiblen Daten auf dem Smartphone arbeiten oder im öffentlichen Interesse stehen, TikTok lieber nicht zu installieren. Denn mit jedem Update könnten Überwachungsfunktionen nachgerüstet werden. Wir haben die App im März 2023 analysiert. Wir haben jetzt keine weitere Analyse oder vertiefte Analyse gemacht. Wir haben sporadisch drauf geschaut und schon da festgestellt, dass die App sich verändert hat, dass wieder gewisse Sachen neu eingebaut worden sind. Das heisst, man hat da wirklich ein Moving Target, etwas, was sich ständig verändert. Das heisst, auch die Resultate könnten jetzt ganz anders aussehen. Tim Klaffs von TikTok leitet die Regierungsbeziehungen im deutschsprachigen Raum und möchte zu der Kritik Stellung beziehen. Er reist extra von Berlin in die Schweiz, um zu erklären, wie es um die Datensicherheit der Schweizer Bevölkerung heute steht. Wir sind bislang noch nie gefragt worden von der chinesischen Regierung, Daten zu teilen. Und selbst wenn wir gefragt werden, würden wir es nicht machen. Die Daten werden zukünftig in Europa gespeichert werden. Das heißt, China, die chinesische Regierung, müsste einen souveränen Staat darum bitten, die Daten, die in dem Hoheitsgebiet gespeichert werden, weiterzugeben. Das wird kein Staat in der Europäischen Union machen. Wir arbeiten auch mit einer Drittpartei zusammen, der NCC Group, die das Ganze überwacht. Das ist die erste Ebene, Datenspeicherung. Die zweite Ebene ist, dass wir den Zugriff von intern auf die Daten, die dort gespeichert sind, weiter minimieren wollen. Das heißt, nicht jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin bei TikTok muss auf die Daten zugreifen. Nur dort, wo es notwendig ist, um halt ein Unternehmen, was global operiert, am Laufen zu halten. Da, wo es notwendig ist, brauchen die MitarbeiterInnen Zugriff. Doch die App könnte sich mit jedem Update verändern. Und eine neue Version könnte eine Gefahr darstellen. TikTok will diese Sicherheitslücke schließen und lässt vom Softwarehersteller Oracle ihre aktuellen Programmdaten prüfen. Oracle geben wir den Source Code
Mit anderen Worten, das Herz des Algorithmuses an Oracle, sodass die überprüfen können, was wurde dort verändert? Gibt es dort irgendwelche Möglichkeiten von Manipulation, Eingriff von außen? Das alles wird ausgeschlossen und gleichzeitig kann Oracle das auch noch überprüfen. Und Oracle gibt dann den Source Code an die App Stores. Das heißt, die nächste Version von TikTok, die Sie runterladen, wird die sein, die Oracle in die App Stores gegeben hat. TikTok bemüht sich, nicht die böse, sondern die gute App zu sein. Und so landet auch die Kantonspolizei Aargau auf der Plattform. Marco Roduna und seine Kollegen haben Aufmerksamkeit erregt, besonders in der Autoposer-Szene. Denn ihr Video eines Polizeiautos ahmt ihre Darstellungsart nach, wie die Szene es sonst macht. Das führte dazu, dass die Aargauer Polizei vor mehr als einem Jahr mit ihrem zweiten Video auf TikTok viral ging. Mich fasziniert insbesondere daran, wie viele Leute dass wir mit unseren Videos erreichen können. Mit dem hätte ich nie gerechnet, dass wir Hunderttausende von Views generieren können. Und das ist schlussendlich auch der Ansporn. Sowie aber auch natürlich, dass wir sehen, dass unsere Videos einen Nutzen haben für die Leute draussen. Lass dich zu. Du hast mir doch vorhin angerufen, oder? Aktuell häufen sich Meldungen von Leuten, die angeben, dass ihre Telefonnummer missbraucht wird. Im Gegensatz zum Autovideo hat dieses hier einen markanten Nutzen. Falls ihr mal ein Problem habt, dann läutet doch am besten uns an. Wir helfen euch, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Die Kantonspolizei warnt vor Telefonbetrug, Online-Abzocke oder weist auf gefährliches Verhalten oder Bußen hin. So schnell und wirkungsvoll konnte Marco Roduna die junge Zielgruppe noch nie erreichen. Präventionsinhalte sind uns am wichtigsten. Wir können schnell auf Phänomene eingehen und können so auch Leute davor warnen. Wir haben aber total drei Säulen, sagen wir dem so gerne. Wir machen Prävention, Rekrutierung und einen Einblick im Polizeialltag. Sie können durch die App mit wenig Einsatz viel bewirken. Dabei wissen Sie, dass der Ruf von TikTok nicht der beste ist. Wir müssen schauen, was sind für Kanäle in der Gesellschaft vorhanden und welche funktionieren. Und ich glaube, wir würden unsere Arbeit eben gar nicht richtig machen, wenn wir nicht die Kanäle nutzen würden, wo die Gesellschaft drauf ist. Oder? Weil sich die Jugendlichen ja auch über Social Media informieren, müssen wir dort sein. Wir müssen eine gewisse Reichweite haben, um dann, wenn es brennt, eben bereits Leute erreichen. Das heisst, wir müssen jetzt das aufbauen und sauber einführen, dass wir dann eine Reichweite haben, wenn es notwendig ist. Die Polizei weiß auch, auf TikTok sammeln sich allerlei Fake News, brutale oder radikale Inhalte. Auch als Teil der Gesellschaft und auch als Mutter beispielsweise bin ich gegenüber dieser Plattform schon kritisch. Weil es einfach auch Leute abholt in einem Zeitpunkt im Leben, wo sie vielleicht noch nicht so genau wissen, wer bin ich, wo will ich hin, wie funktioniert das Leben. Ich glaube, das ist auch das Heikle, wenn man als 40-Jährige auf so eine Plattform kommt, hält einem meistens nicht so viel aus den Socken, ausser man ist wirklich gerade in einem fragilen Zeitpunkt. Aber ich glaube, das ist auch noch das, was noch heikel ist. Oder? In der Theatergruppe sehen Sie dieses Thema auch kritisch. Denn das haben Sie auf der App selbst miterleben müssen. Das ist kein Spiel, sondern zieht Sie hinein in die Schattenseiten der digitalen Realität. Ich habe TikTok auch dann gelöscht, weil ich finde, man kommt recht in eine Bubble rein. Also, ich habe dann einmal so Videos angeschaut von Kriegssituationen von der Welt. Und dann ist man wie in einer Spirale drin. Und ich hatte dann auch Nächte gehabt, wo ich nicht richtig einschlafen konnte. Ich habe gemerkt, dass, wenn ich nicht gut drauf bin oder traurig bin, ist meine For You-Page wirklich auch, also wirklich immer angegangen. Es hat mich mehr Arbeit gezogen, sind traurige Videos gekommen oder auch wirklich schlimme Videos, die ich jetzt nicht unbedingt sehen wollte, über Selbstverletzung oder über Magersucht oder sonstige Essenskrankheiten beispielsweise. Und ich hasse wirklich, es hat mich abgezogen. Das sind die dunklen Seiten von TikTok. Ziel der Plattform ist es, eine Person möglichst lange in der App zu halten. Dafür sorgt ein Algorithmus und er zieht sie ins sogenannte Rabbit Hole. Sie sieht immer mehr Videos von gleicher Art, Meinung und Thema. Studien und Experten haben TikTok unter anderem folgende Probleme attestiert. Die App kann süchtig machen. Das Scrollen ähnelt einem einarmigen Banditen.
Uninteressante Videos gleich Niete. Niete, dann wieder ein Gewinn. Gefangen in der Endlosschleife. Auch können Depressionen oder Essstörungen befeuert werden. Denn wer bei depressiven Videos hängen bleibt, bekommt auch mehr davon zu sehen. Zudem werden die Inhalte immer härter und radikaler. Besonders für diejenigen, die nicht selbst gegensteuern und sich dem Strudel entziehen. Millionen Videos werden täglich hochgeladen. Ein Filtersystem versucht, verbotene, brutale oder gefährliche Videos zu löschen. Europaweit prüfen 6000 Moderatoren und Rechtsexpertinnen von TikTok problematische Inhalte. Doch TikTok löscht diese zu nachlässig. Bei so viel Content geht auch einiges online, was besonders Kinder nicht sehen sollten. Und die Videoplattform wird genutzt, um politische Botschaften oder Fake News zu verbreiten und die öffentliche Meinung zu manipulieren. Dabei erreichen sie eine interessante Zielgruppe. Junge Menschen, die wissbegierig und beeinflussbar sind. Um die User vor gefährlichen Inhalten zu schützen, gibt es auf TikTok Richtlinien, in denen steht, was verboten ist. Ausweislich unseres Transparenzberichts haben wir im dritten Quartal 2023 mehr als 136 Millionen Videos runtergenommen, die gegen unsere Gemeinschaftsrichtlinien verstoßen haben. Über 90% von denen innerhalb von 24 Stunden. Aber ist das genug? Es wird nie genug sein, weil das ist auch unser Anspruch. Wir wollen immer besser werden. Ich glaube, es ist das Zusammenspiel aus Technologie, der Faktor Mensch und das Melden der Community. Unangemessene Inhalte sehen auch Kinder, die sich mit einem falschen Alter registrieren. Wenn ihre Eltern sie nicht aktiv auf dem Handy begleiten, ist von Kinder- und Jugendschutz wenig übrig. Wir stehen da aber nicht alleine, sondern das ist eine industrieweite Herausforderung, wie wir es hinbekommen. Und bislang gibt es nicht diese eine Lösung, diese eine technische Lösung, wo es dann für alle klappt. Weil wir wollen eine Balance schaffen zwischen der Privatsphäre von jungen Menschen und auch der Ermöglichung der digitalen Teilhabe. Alleine im dritten Quartal 2023 haben wir 20 Millionen Konten gelöscht, weltweit, wo wir zu dem Schluss gekommen sind, dass das nicht mit dem Mindestalter übereinstimmt. Das Mindestalter beträgt 13 Jahre. Doch es ist sehr einfach, sich bei der Registrierung für jemand Älteren auszugeben. Wer auf TikTok in der Schweiz unterwegs ist, hat bestimmt Videos eines weiteren TikTok-Stars gesehen. Adrian Vogt, alias Adito Toro. Mit seinen lustigen Videos hat er das Filtersystem schon ungewollt geprüft. Also ich habe so Videos hochgeladen auf TikTok, auch schon, wo ich so ein bisschen Saltos mache oder irgendwie in den Schnee hineinspringe. Und dann wird es direkt geklemmt mit irgendwie so gefährlichen Aktionen mäßig. Also die sind sehr, sehr streng, was so Sachen angeht. Denn der Winter ist mein bester Freund. Adito Toro dreht heute noch ein TikTok-Video, hier in seinem Homeoffice in Basel. Dann herzlich willkommen im 6 Millionen Franke Penthouse in Basel. Nein, das ist Studio. Das ist so ein klassischer Streamingplatz. Der sieht jetzt noch sehr aufgeräumt auf, aber wenn man lang gestreamt hat, sieht das nicht so aufgeräumt auf. Aus, was sitzt man so da? Das ist Schnittplatz, Streamingplatz, KV-Platz, Rechnungen schreiben, Sachen designen. Also eigentlich für das, was SRF ein ganzes Haus braucht, ist der Raum. Wir machen jetzt einen typischen Fernsehshot von hinten, wo ich so tue, als würde ich etwas am PC machen. Und dann stand ich auf und zeigte die Wohnung. Das ist aber das Studio, dann geht es hier weiter in den Gang. Hier ist mein Schlafzimmer. Da steht nur ein Bett drin. Das ist meine kleine, schöne Küche. Ich habe eine neue Kaffeemaschine. Meine Chill-Area, wo ich glaube, tatsächlich am meisten sitze. Wenn ich dann hier Fernsehen schaue und vielleicht am Laptop bin und irgendetwas schneide oder Thumbnails-Design. Also viel ist nicht in der Wohnung, aber ich bin auch, ich würde sagen, die Hälfte von der Zeit weg. Ja, der kommt jedes Jahr ein bisschen auf die Kitzbühel und sorgt ein bisschen für Unterhaltung. Ja, es ist ja schon wärmer geworden im Verlauf des heutigen Tages. Ein Schweizer ist das gewesen, den kennt man. Ich fühle mich gerade wie Kai Pflaume, wo so, wie Nick Hartmann, der so irgendwo eine Doku dreht. Genau so ist es. Genau so ist es. Nick Hartmann ist eine Legende, by the way. Nick Hartmann war ein Vorbild von mir immer früher noch. Adrian folgen 2,4 Millionen Menschen auf TikTok. Aber er nimmt auch Podcasts auf, streamt auf Twitch, ist auf Instagram und YouTube und macht überall das, was ihm Spaß macht. Leute gegen von mir, sage ich immer, einfach Unterhaltung.
Und auch Unterhaltung, die nicht immer nur ein Message muss haben. Also ich finde so, dass immer ein Message muss dabei sein und immer tiefgründig. Muss nicht immer sein, finde ich. Ich will Unterhaltung machen, wo Leute einfach abschalten können. Die schauen das Video und dann schalten sie ab und dann gehen sie wieder aus dem Video raus und dann sind sie wieder im Alltag. Aber es muss nicht immer noch ein Message dabei haben, weißt du, was ich meine? So noch auf Kampfsweise. Einfach stumpfe Unterhaltung. Schicke dieses Video jemandem, der klein ist. Du kleiner Schnuffelzwerg, Mini-Mensch, Lego-Architekt, du bist mein Lionel. Yo Leute, ich bin Adi, das ist Kidspeed und ich habe aus irgendeinem Grund einen Song über Bolognese rausgebracht. Hört euch den Song an, er ist auf Spotify drauf. Um diesen Song anzupreisen, soll jetzt ein Video gedreht werden aus einer Telefonkonferenz mit seinem Kollegen Paolo Muck und dem deutschen Fußballprofi Fabian Reese. Bei mir läuft schon. Zack. Paul und ich waren in den Bergen. Paul hat eine Bolognese gekocht, die irgendwie so 4 Stunden dauerte. Und wir dachten dann, jo, was machen wir in der Zwischenzeit? Und dann haben wir einen Song gemacht. Und wir haben noch einen Reim auf Bolognese gebraucht. Und der einzige Reim, der Paul eingefallen ist, war Fabi Reese auf Bolognese. Das heißt, wir haben einen Song geschrieben, wo dein Name drin vorkommt. Und den möchten wir dir jetzt präsentieren. Gut performt hat das Video nicht. Aber mit Musik verdient Adi Totoro auch kein Geld, sondern mit Werbung. Täglich kommen 10 bis 30 Anfragen von Firmen rein, sagt er. Ich glaube, man kann sehr gut davon leben. Also wir reden von einem höheren Chefarztlohn. Und ich bin jetzt nicht mal ein grosser. Also wenn es mit Deutschland vergleicht, so mäßig. Aber ja, also geldtechnisch ist cool. Macht Spaß. Also ich würde sagen, ich habe die coolste Sonnenbrille vom Berg. Ja. Ich habe sonst auch noch die hier. Und wo fahren wir jetzt hin? Von Alpina sind die Brillen. Skrr. Wie verschiedene Leute Essen bestellen. Bro, bestell dir hier mal was bei Just Eat. Danke. Einfach, aber wirkungsvoll. Für ihn positiv. Auch wenn die App kontrovers ist. Ich sage, es ist immer so wie in einem McDonald's. Wenn du in einen McDonald's reingehst, dann erwartest du auch nicht, dass du ein 5-Sterne-Menü bekommst. Mit 13 Gängen. Genau gleich ist es, glaube ich, so ein bisschen bei diesen Plattformen. Man darf jetzt einfach nicht erwarten, dass dort alles real ist und dass das hochwertiger Journalismus ist und dass man alles direkt glauben soll. Ich glaube, es ist so ein eine Erwartungshaltung, was man haben muss oder was jetzt stimmen. Wie man die bekommt, ist die Frage. Ob man hier in der Schule muss Workshops machen oder weiß ich was. Oder ob das dann wirklich etwas bringt. Das war jetzt ein ernstes Interview gesehen und meine Hosen sehen so aus. Geil, oder? Halt, Schweizer Militär, dort wo die Schilder hängen, hast du nichts verloren. Nicht mal vielleicht gehst du hier rein. Weil hier rein bewachen wir scharf. Heisst, entweder bewachen unsere Kollegen hier rein das Ganze mit dem Pfefferspray made in Mexiko, halt oder Spritze, oder wir müssen im äußersten Notfall sogar von unseren Schusswaffen Gebrauch machen. Aber das wollen wir eigentlich gar nicht. Darum geh nicht erst rein. Probier es gar nicht über den Haupt zu klettern. Mach das, was unsere Jungs an der Wache sagen. Wenn du mehr über die Schweizer Armee willst wissen, folge uns jetzt auf dem Kanal. 1,2 Millionen Aufrufe. Auf TikTok versucht es die Armee mit Humor und mit Action. Julia Graf dreht heute eine Häuser- und Ortskampfübung. Auch einzelne Soldaten setzt sie dabei in Szene. Vielleicht müsst ihr ein bisschen mehr so und ich muss mehr so filmen. Gehst du nachher eigentlich voll auf ihn? Also kann ich auch weggehen? Ja, kannst auch. Okay. Das ist das leichte Maschinengewehr. Das ist vollautomatisch. Das hat ja auch ein Magazin mit 200 Schuss. Das ist etwas grösser und etwas schwerer als ein normales Sturmgewehr. Dann brauchen wir gegen viele Gegner und dann versuchen wir, unsere Truppen abzudecken. Ja, man braucht auf jeden Fall Einsatzwillen. Und wir haben schwere Ausrüstung. Entsprechend muss man etwas tragen. Eine Übung bietet spektakuläre Bilder: Waffen, Action, wie im Krieg. Anfangs war dem Armeeteam nicht ganz klar, ob Kriegswerkzeug in Videos dazu führt, dass sie ausgefiltert und verbannt werden. Doch mit Waffen sind sie viral gegangen. 2,6 Millionen Aufrufe gab es für dieses Video. Diese Bilder vom Militär prägen sich nun in die Köpfe der Jugendlichen ein. Innerhalb von 5 Monaten folgen mehr als 90.000 dem Kanal der Armee.
und sie erreichen die gewünschte Zielgruppe. Das ist das Problem. Da siehst du, ja, wie alt sie sind. Die haben wir wählen. Mhm. Also. Ins Schwarze. Ja. Genau. Bäm, 90% Schweiz. Ja. Sehr cool. Was mich jetzt besonders freut, ist, dass zum Beispiel das Video, das um den RS-Star gegangen ist, sehr stark performt hat in der Schweiz. Bei Jungen und auch Männern und Frauen, was eigentlich genau das ist, was wir möchten erreichen. Also dort haben wir wirklich ins Schwarze getroffen. Ja. Sie scheinen intuitiv vieles richtig gemacht zu haben. Die eine Überraschung ist, dass man Waffen zeigen kann, dass das nicht so bestraft wird. Und eine andere Überraschung war zum Beispiel, als wir ein Video herausgebracht haben, wo Leute von einem Heli in die Luft gelöbt werden. This is war! Lay down the armor, pick up my sword. You brought the fight right to my front door. I ain't gonna stop till you on the floor. Das Video ist super, also ich habe es super gefunden. Der Sound ist gut geschnitten drüber, alles cool. Und das Video hat nicht einmal 10'000 Views erreicht. Gewisse Sachen, die der Algorithmus macht, verstehen wir nicht, warum es das macht. Und da müssen wir einfach die Plattform noch besser kennenlernen. Aber das, was wir uns erhofft haben von diesem Kanal, haben wir erreicht. Wir kommen an Menschen an, wir können mit Leuten kommunizieren, die wir vorher nicht erreicht haben. Von dem her bin ich zufrieden mit dem. Ja. Mission erfolgreich. So wie die Nacht im Portaletsch. Marina erstellt insgesamt 4 Videos und erhält für jeden Clip tausende Klicks. Zusammengerechnet mehr als 80'000. Erwartung übertroffen. Ja. Was es braucht, ist Vertrauen ins Equipment, in Bergführer, in sich selber und ein bisschen Mut. Und dann erlebt man eine unglaubliche Nacht in den Engadiner Bergen, irgendeiner Felswand. TikTok ist Marinas Weg in die Freiheit und Selbstständigkeit gewesen. Mit dem Fokus auf die Videoplattform hat sie sogar eine Agentur gegründet. Das ist der Noah, das bin ich und wir zwei haben uns vor 6 Monaten mit gerade mal 400 Stutz und ohne Bankkonto selbstständig gemacht. Sie sind auf TikToks Erfolgszug aufgesprungen, setzen aber auch auf andere Plattformen. Denn die Video-App ist für Marina zwiespältig. Es ist Zeit für Real Talk. Nein, ich mag TikTok nicht. Aber ich finde es geil. Ich finde es irgendwie so eine Hassliebe, das muss ich offen und ehrlich zugeben. Irgendwie finde ich so, hey, wie die Leute miteinander umgehen auf dieser Plattform, irgendwie manchmal unter aller Sau. Hankeler muss ja wieder sagen, hey, wenn du auf eine Weltreise gehst und deine ganze Weltreise mit positiven und tollen Inhalten von TikTok planst, ist das wieder die beste Plattform. Und was ich ganz, ganz spannend finde, ist, dass 40% von der Generation Z, also von den jungen Leuten heutzutage, zuerst TikTok benutzen und erst dann Google. Also TikTok ist die primäre Suchmaschine bei der Generation Z. Und wenn man das weiss, dann ist das so Peng. Also was für eine Wucht, dass die Plattform hat, oder? Wie man auf TikTok Erfolg hat, gibt Marina heute an Synchronsprecherinnen und Sprecher in Kemptal weiter. In fremdsprachigen Filmen übernehmen sie die deutschen Stimmen. Aber heute sollen sie lernen, spannende Kurzvideos zu produzieren. Ihr arbeitet hier auf eine potenzielle Netflix-Rolle. Ich könnte vielleicht einmal zeigen, wie ihr euch auf so etwas vorbereitet, auf so ein Casting. Ich könnte sagen, hey, ich bin angehende Sprecherin und ich tue mich gerade auf die grösste Chance von meinem Leben vorbereiten. Sie wollen ihren Marktwert steigern. Denn wenn sie Millionen Fans hätten, wäre das ein guter Grund, um sie für große Kinofilme zu engagieren. Ich habe kein Mikrofon. Allerbisch. Okay. So hat es die 19-jährige US-Amerikanerin Charli D'Amelio geschafft. 150 Millionen Menschen folgen ihr. Durch Tanzvideos wurde sie zum Superstar. Sie drehte mit Ben Affleck einen Werbespot und war in der Late-Night-Show von Jimmy Fallon eingeladen. Weil sie berühmt ist, hat sie einen Job als Synchronsprecherin für einen Kinofilm bekommen. Will you all just shut up and listen to me? Ich habe heute mein erstes Video gepostet, überhaupt, auf TikTok. Und wie lief's? Ja, bis jetzt gut. Also, ich habe eigentlich marketingmäßig etwas gemacht und habe schon über 600 Aufrufe von dem Video. Also, das ist wirklich das, was beeindruckend, aber auch beängstigend irgendwie ist gleichzeitig, weil einfach so ohne Resonanz schnell 600 Leute mein Zeug geschaut haben und ich habe 3 Follower jetzt. Auch wenn die kurzen Clips auf der App einfach aussehen, fällt es nicht jedem leicht. Das war die tollste
Marina will ihnen helfen, eine eigene Marke zu werden. Hey, ich bin ja nicht scheu, es geht schon. Aber, aber ja, es ist schon ein bisschen befremdlich noch. Aber es geht schon. In zwei Monaten stehen wir an einem ganz anderen Ort als heute. Und gestern sind wir noch einmal anders als jetzt. Danke. Aber nicht nur Einzelpersonen, sondern auch große Firmen nutzen die Plattform. Ich bin ein Migros-Kind. Natürlich gehe ich immer in den Migros posten. Mehr Reichweite können sie sich bei TikTok erkaufen. Aber wenn sie Glück haben, geht der Clip auch ohne viel Geld viral. Werbevideos sind hier sehr günstig, aufgenommen mit dem Handy oder mit den Angestellten. Beim Webstage Masters in Engelberg, der größten Schweizer Social Media Marketing Konferenz, ist natürlich auch TikTok vertreten. Das Interesse ist groß und beidseitig. Die chinesische App will die Marken der Schweiz an sich ziehen. Mirko Hecker leitet das Werbegeschäft von TikTok und will, dass sie auf seiner App Werbung schalten. Je mehr die App genutzt wird, desto mehr Möglichkeit, desto mehr Zeit, also Fläche ist da, um Werbebotschaften zu platzieren. Und je mehr Werbebotschaften wir quasi in unserer App platziert bekommen, desto mehr Geld verdienen wir. Werbevideos erscheinen auf der App beim Scrollen zwischen den normalen Videos. So. Und Werbung, die als Werbung daherkommt, wird sehr schnell als solche identifiziert und weggewischt. Wichtig ist, dass die Unternehmen, die TikTok als Werbeplattform begreifen, im besten Fall Teil der Communities werden. Das heißt, mit ihren Maßnahmen, mit ihrer Werbung auf TikTok genauso unterhalten, wie das die Nutzer, die KreatorInnen, mit ihren Videos tagtäglich tun. Das ist der Idealweg. TikToks Community wächst, auch in der Werbebranche. Tanja Herrmann, die Chefin der Konferenz, sieht die Euphorie, aber auch die Gefahren. Ich finde TikTok tatsächlich nicht problematischer als andere Plattformen. Ich finde, es ist wichtig, dass man versteht, was mit den ganzen Daten passiert auf allen Social-Media-Plattformen, die wir nutzen. Und dass wir dort anfangen, als Land, als EU schlussendlich auch, wo wir uns als Schweiz dranhängen können, besser regulieren. Ganz dringend sehr viel mehr regulieren. Aus Marketing-Sicht sehe ich, was man mit diesen Daten machen kann. Und ich finde, man kann zu viel machen. Die Apps sind gratis. Doch die User zahlen mit ihren Daten. Wo die Person wohnt, was sie mag, was sie gerne sieht und was sie am besten beeinflussen könnte. Ganz generell gesagt sagen viele Leute, ja, aber meine Daten sind ja gar nicht so spannend. Und es geht ja gar nicht nur um die Einzelperson, sondern es geht um die Fülle an Daten und was passiert, wenn die Daten gegen die verwendet werden. Und wenn man dort mal anfängt zu verstehen, wenn man die Daten anvertraut, das sind im Moment alles Firmen im Ausland, wo wir nichts dagegen machen können, wir geben denen unsere Daten, und sich dann ein Worst-Case-Szenario überlegt. Was passiert, wenn die mit all diesen Daten, mit meinen Präferenzen, mit meinen Interessen, mit meinen politischen Einstellungen können anfangen spielen und Content spezifisch auf das ausspielen? Und das ist ein Risiko, das viele Leute nicht verstehen. Es geht nicht um die Einzelperson, es geht um die Masse. Im SRF findet eine Führung statt. Die Kantonsschule Schwyz ist zu Besuch. Guten Morgen, wir sind das Morgenshow-Team, Annik und ich bin Mira. Die meisten kennen TikTok. Einige haben die App aber bereits einmal oder sogar mehrmals gelöscht, aus verschiedenen Gründen. Anstatt zu lernen, legst du ins Bett und schaust erst mal eine halbe Stunde die Videos durch. Es hat halt wirklich keinen Mehrwert. Also, du bist dort und nachher, nach fünfmal swipen vergisst du wieder, was du am Anfang geschaut hast. Es ist halt einfach ein Teufelskreis, finde ich. Wenn man eine Stimme ist, dann kommt man so schlecht raus. Es ist auch so beängstigend vielleicht. Also, dass einfach dass quasi eine App so viel Informationen über mich hat. Datensicherheit, problematische Inhalte und Suchtgefahr. Sie diskutieren über ein Verbot der App. Nicht alle sind dafür, aber mehr als gedacht. Würde das jetzt irgendwie zum Beispiel zur Abstimmung kommen oder etwas, dann würde ich da, glaube ich, dafür wählen eigentlich. Ja. Ich glaube, ich kann mich noch immer anschließen. Ich würde ja auch das wahrscheinlich wählen, dass das verboten wird. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, wäre es für die Gesellschaft besser. Die Jugendlichen kennen die Gefahren der Videoplattform. Jung und alt lernen gerade damit umzugehen. Der Hype um TikTok. Jeder kann sich auf der App präsentieren. Ganz einfach Millionen Menschen erreichen und Botschaften platzieren. Doch braucht es TikTok in der Schweiz wirklich?
sehr viele Klicks würde die Schweiz verlieren, wenn es TikTok nicht mehr gäbe. Sehr viel Lebenszeit hätten aber viele wieder gewonnen. Weil viele, einfach wenn sie auf dem WC hocken am Abend, einfach nur schnell eine Viertelstunde länger hängen bleiben, weil sie eben durch TikTok durchscrollen. Thank you.